Und ja, heute haben wir Turnier bei uns in Lehnen. Aber auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal Futter kaufen fahren. Auf jeden Fall sind wir gerade auf dem Weg dahin und sind jetzt gleich auch schon da. Und ja, in Lehnen reite ich einen Dressurreiter A. Und meine erste richtige L-Dressur so auf dem Turnier. Und ich bin einfach schon mega, mega aufgeregt. Ja, also wir sind ja jetzt gerade auch auf dem Weg zu Alfie. Und wir müssen den dann jetzt gleich noch einflechten und noch anhängen und so. Und den Alfie müssen wir noch anhängen. Nee, den Anhänger noch anhängen. Ja, unser Turnier, das läuft natürlich auch schon. Und da steht schon einfach mega, mega viele Autos. Ja, also wir haben gerade angehangen und Mama fährt jetzt gerade, so da, die fährt da gerade. Und ja, jetzt werden wir mal zu Alfie gehen und den dann sehr wahrscheinlich einflechten. Naja, ist nicht so schön. Jetzt geht's los zur Dressurreiter A. Mit 7,1 und die 831 Landhase von Jana Haugen geritten, auch vom gastgebenden Verein mit 7,1. Ja, das ist Lias erste Dressurreiter L und ich kommentiere das Ganze mal. Es waren sehr, sehr viele Pollen unterwegs, deswegen sieht es aus, als wenn es schneit. Das hat die Pferde auch manchmal gestört und die haben den Kopf geschüttelt während der Aufgabe. Das war ein bisschen störend. So beim Aufmarschieren ist Alfie etwas zurückgetreten. Es gab sicherlich schon Minuspunkte und da musste Lia ein bisschen deutlicher mit dem Bein werden, damit er wieder in den Vorwärtsgang kommt. Die halben Wolken waren okay. Das äußere Bein ist hier vielleicht ein bisschen unruhig. Den Mitteltrab haben sie gelobt. Das fanden die Richter gut. Jetzt kommen Schlangenlinien durch die Bahn, wo man auf der Mittellinie durchparieren soll zum Schritt. 3 bis 5 Dritte und dann wieder antraben. Ja, gab es ein kleines Missverständnis, da ist Alfie dann angaloppiert anstatt angetrabt. Da gab es sicher auch Abzug für. Da war es dann besser, da hat alles geklappt. Hier kommt jetzt das Kurzkehrt.
ist immer noch so eine Baustelle bei uns. Das klappt auch nicht so gut. Da geht dann die Stellung verloren und der geht nicht wirklich um die Hinterhand herum. Das Angaloppieren war gut. Da schlägt er etwas mit dem Kopf, da stören ihn wahrscheinlich die Pollen an der Nase. An der langen Seite ist der Mittelgalopp. Und dann geht es direkt aus der Ecke kehrt, da wird er etwas eng im Genick. Und da fällt er dann leider aus. Aber gut korrigiert, gleich wieder im Außengalopp angaloppiert. Hier kommt jetzt der einfache Wechsel. Da waren leider ein paar viele Trabtritte zwischen, die da nicht hingehörten. Hier ist die Anlehnung nicht mehr so ganz sicher. Wir versuchen ihn ja immer oben zu halten im Galopp. Wird er dann aber etwas zu frei. Da so den passenden Weg zu finden, ist gar nicht so einfach. Da müssen wir noch dran arbeiten. Jetzt kommt auf den Mittelzirkel Zügel aus der Hand kauen lassen im Aussitzen. Damit überprüfen die Richter auch, ob man gut sitzen kann, unabhängig von der Hand. Und dann kommt auch schon wieder das Aufmarschieren. Als Note gab es eine 6,0 für die erste L-Dressur. Eigentlich okay.